dieser Grat. Eine felsgewordene Herausforderung, die ihresgleichen sucht. Eine Herausforderung, bei der Höhenangst keinen Platz hat. Dafür etwas Mut und absolute Schwindelfreiheit. Eine Herausforderung, bei der eiserne Leitern helfen, das Ziel zu erreichen. Eine Herausforderung, die einmalig geprägt ist. Hinab und hinauf im steten Wechsel. So verläuft sie, diese Tour in 2100 Metern Höhe. Eine der eindrucksvollsten Gratwanderungen überhaupt. Oberstdorf im Allgäu. Ein Marktflecken mit rund 10.000 Einwohnern. Aber diese Zahl spielt in einem so schönen Ort in dieser Landschaft eigentlich keine Rolle. Gemessen an den jährlich 6- und 7-stelligen Besucherzahlen bleiben die Einheimischen immer eine Minderheit in der eigenen Gemeinde. Das tut dem Wohlbehagen der Gäste jedoch keinen Abbruch. Von weitem sichtbar der 66 Meter hohe Turm der Pfarrkirche Johannes der Täufer. Hier in der Ortsmitte können die Feriengäste auch den Kurpark genießen. Denn Oberstdorf ist auch ein Kur- und Heilort. Darüber hinaus bietet der Kurpark wechselnde Ausstellungen und Aktionen. Die Fußgängerzone lädt zum gemütlichen Bummeln ein. Das alte Rathaus. Die Fassadenmalerei des Oberstdorfer Künstlers Walter Kallott zeigt die Marktrechtsverteilung im Jahre 1495. Im Erdgeschoss lohnt eine Ausstellung über die umliegende Bergwelt den Besuch. Die Oberstdorfer haben es geschafft, den Ortskern vor architektonischen Abenteuern zu bewahren. Liebevoll halten die Bewohner ihre alten Bauernhäuser in Schuss. Putzen sie zur Freude der Feriengäste stets heraus. Und machen deutlich, ja, wir sind stolz auf unsere bäuerliche Tradition. Auch wenn heutzutage natürlich der Tourismus mit großem Abstand die Haupteinnahmequelle ist. Die Talstation der Nebelhornbahn. Die Bahn spielt für den Tourismusbetrieb eine wichtige Rolle. Sie ist das Tor zur Bergwelt oberhalb des Ortes, für die Erholung suchenden Wanderer, aber auch für anspruchsvolle Bergsteiger. Zum Beispiel für die, die sich den Hindelanger Klettersteig vorgenommen haben. Das zeichnet diese Tagestour aus. Zu Beginn erreicht man den Nebelhorngipfel eben bequem und entspannt mit der Kabinenbahn. Erst auf der Gipfelstation in 2224 Meter Höhe muss man sich für die eigentliche Kletterei vorbereiten. Sobald die Bergwanderer oben angekommen sind, bietet sich ein Panoramablick auf den Verlauf des Hindelanger Klettersteigs. Jetzt heißt es, den Anweisungen von Bergführer Michael Schott genau zu folgen. Wir ziehen jetzt Gurt- und Klettersteigset an und ein Helm gehört auch noch dazu. Ein Hindelanger Klettersteig macht es durchaus Sinn, weil es hat immer wieder sehr ausgesetzte Passagen, wo man sich dann mit dem Klettersteigset sehr gut sichern kann. Und dann hast du die nötige Sicherheit, die du dir dann wahrscheinlich auch wünschen wirst. Ja. Wenn es mal darüber hinaus schwierig wird und du dich unwohl fühlst, dann sagst du es einfach. Ja. Dann nehme ich dich einfach ans kurze Seil. Sieht gut aus, passt. Gut. Dann das Klettersteigset. Das ist deins. Na, ist verwurschtelt. Wo kommt das jetzt her? Da hast hier die Anseilschlaufe. Ja. Das ist so ein Päckchen. Da ist so eine zusammengenähte Schlinge drin. Ja. Die reißt auf im Falle eines Falles, wenn man mal richtig stark stürzt. Mhm. Und hier sind deine zwei Arme dann zum Sichern. Und jetzt, wie verbindet man das? Über diese Anseilschlinge. Die kommt hier durch diesen Anseilring. Ja. Und dann steckst du das ganze Paket hier durch.
Da muss man meistens ein bisschen nachhelfen und vielleicht auch ein bisschen biegen. Und dann bist du fest verbunden für den ganzen Tag. Wir schaffen das. Josi und Steffi haben sich von vornherein entschieden, mit einem Bergführer den Klettersteig zu gehen. Das bietet ein Maximum an Sicherheit und ist ratsam für alle, die nur hin und wieder auf Klettertour sind. Jetzt geht's da vorne noch um die Ecke. Und dann sind wir am eigentlichen Einstieg. So, jetzt können wir dann unsere Klettersteigsets benutzen. Da geht's zum Einstieg. Das ist der offizielle Einstieg. Siehst du, dann ist da auch gleich noch das Schild. Der Hinweis des Deutschen Alpenvereins muss unbedingt ernst genommen werden. Absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind ab jetzt erforderlich. Denn schon geht es eine erste 10 Meter hohe Eisenleiter steil hinauf. Zum Grat des westlichen Wengenkopfes. Wer den Hindelanger Klettersteig ohne vernünftige Ausrüstung bezwingen will, begibt sich auf eine Selbstmordtour. Feste Bergschuhe sind sowieso eine Selbstverständlichkeit. Die Klettersteigausrüstung mit Karabinern und Steinschlaghelm kommt hinzu. Trotz aller Warnungen kommt es leider immer wieder zu tödlichen Abstürzen. Der Hindelanger Klettersteig ist im Wortsinn eine Gratwanderung. An einigen Stellen geht es links und rechts bis zu 600 Meter in die Tiefe. 100 Meter Leiterstrecke müssen die Kletterer insgesamt überwinden. Teils hinauf, teils hinab. Zwischendurch gibt es immer wieder herrliche Ausblicke auf das Panorama der Allgäuer Alpen. Hier mit der Bergstation der Nebelhornbahn unterhalb. Dieses erhabene Gefühl, irgendwie über den Dingen zu stehen, bedeutet für viele Bergsteiger den Lohn für die körperlichen Mühen. Und noch etwas kommt natürlich hinzu. Etwas, das die Bergsteiger stolz und glücklich macht. Das Gefühl, auf einem der zwei Gipfel der Tour zu stehen. So, der westliche Wengenkopf, unser erster Gipfel für heute. Gratuliere, gut gemacht. Josi, wunderbar. Gratuliere. So, machen wir Päusle. Ja. Ein bisschen was trinken, Kleinigkeit essen und dann geht's weiter. Schön. Blick zurück zum Nebelhorngipfel mit dem Skywalk. Bei weitem nicht alle Abschnitte des Steigs sind mit Seilen oder Leitern gesichert. Spätestens jetzt wird deutlich, dass es bei dieser Gratwanderung tatsächlich auf absolute Trittsicherheit ankommt. Ein Ausrutscher kann hier ein Todesurteil sein. Dann folgt wieder eine Passage mit einem Drahtseil als Sicherung. Bergführer Michael erklärt, wie die Karabiner abwechselnd umgehängt werden müssen. Die hängen schon mal um. Die ist hier unten rum. Und hier können wir es schon wieder wegpacken. Das Grundprinzip der Sicherung ist einfach. Immer ein Karabiner muss am Drahtseil eingehängt sein.
Im Falle eines Absturzes rutscht der Karabiner bis zum nächsten Haltepunkt im Fels. So, dann nimmst du jetzt das Drahtseil ziemlich weit unten. Ja. Dann hängst dich wieder so ein bisschen nach hinten, weil dann siehst du hier, wo du hinstehen kannst. Einmal hier. Und dann kannst du runter. Da, genau. Steffi und Josi finden, dass sie sich eine Pause verdient haben. Wie gut, dass Michael ihnen das Panorama genau erklären kann. Ganz links mit den Schneefeldern der Hochvogel. Dann direkt vor uns gegenüber der Schneck. Da gibt es eine ganz tolle Ostwand zum Klettern. Ist ein bisschen schwerer wie das hier. Ja. Und rechts der große, markante ist die Höfatz. Das ist unser Allgäuer Edelweißberg. Sehr schön. Früher haben die Jungs da Edelweiß geholt für einen gescheiten Hochzeitsantrag. Ich weiß jetzt nicht, ob man das heute noch braucht. Beziehungsweise heute noch darf. Denn das Edelweiß steht längst unter besonderem Schutz. Manchmal kann es notwendig sein, eine Bergtour vorzeitig abzubrechen. Beispielsweise bei einem plötzlichen Wettersturz. Am Hindelanger Klettersteig gibt es zwei sogenannte Notabstiege. Und der Wegweiser ist der erste Abstieg. Das ist das Ende von der Schnupperrunde. Das machen auch ganz oft Anfänger. Ist eigentlich, ja, wie ihr jetzt auch gesehen habt, richtig nett. Ja. Und wir machen jetzt weiter. Erklärt ist das auch noch alles. Und der nächste Abstieg kommt so nach 2 bis 3,5 Stunden. Schön. Jetzt müssen wir hier gleich mal aufpassen. Der Weiterweg ist gleich mal ein bisschen tricky. Ohne Drahtseilsicherung. Einfach hier um diesen Felskopf rum. Aha. Etwas vorsichtig. Dann geht es wieder ans Drahtseil. Ab jetzt wird der Klettersteig deutlich anspruchsvoller. Dass er überhaupt existiert, verdanken die Bergsteiger den Mitgliedern der Sektion Immenstadt des Deutschen Alpenvereins. Sie haben in zahllosen Arbeitsstunden die mehr als 800 Meter Stahlseil und über 100 Meter Leitern hier heraufgeschafft und montiert. Fast 6 Jahre haben sie daran gearbeitet. Am 15. August 1978 konnte der Hindelanger Klettersteig eingeweiht werden. Sofort meldeten sich die Kritiker zu Wort. Ein solcher eiserner Weg sei ein Fremdkörper in den Bergen. Von Verschandelung dieser herrlichen Landschaft war die Rede, von einer Zerstörung der natürlichen Gegebenheiten und Schwierigkeiten in den Bergen. Die Befürworter des Klettersteiges setzten sich durch. Ihr Ziel? So vielen Menschen wie möglich den Zugang zu dieser wunderbaren Bergwelt zu ermöglichen. Ein Blick zurück auf den westlichen Wengenkopf, 2235 Meter hoch. So langsam nehmen die Bergsteiger den zweiten Gipfel ins Visier, sozusagen den Brudergipfel, den östlichen Wengenkopf mit 2207 Metern Höhe. Der Hindelanger Klettersteig verlangt als Tagestour doch recht gute Kondition von den Bergsteigern. Die Gesamtlänge des Steigs beträgt 8 Kilometer. Es gibt ein ständiges Bergauf und Bergab. 2 Gipfel werden auf der Tour erstiegen. Mit einer Gehzeit von insgesamt 6 bis 7 Stunden ist zu rechnen. Und immer wieder ist volle Konzentration gefragt. Gut, hier ein bisschen aufpassen. Da geht es links sehr weit runter. Circa 600 Meter. Die Allgäuer Alpen gehören zu den nördlichen Kalkalpen. Das Gestein ist teils stark verwittert, bröckelig und sogar brüchig. Daher kommt es immer wieder vor, dass Bergsteiger unbeabsichtigt Gesteinsstücke lostreten und so einen Steinschlag verursachen. Auch deswegen gehören Steinschlaghelme fest zur Ausrüstung. Steffi, wie geht's dir? Gut. Ich gucke. So? Jawohl. Kannst auch vorwärts laufen, das ist fast leichter. Du hast ja einen kleinen Rucksack. So, jetzt drehst du dich um. So? Zu mir gucken. Ja.
So? Ganz rum und so läufst du jetzt runter. Es ist schon merkwürdig. In so einer engen Rinne wird es plötzlich zum Problem, Füße, Beine, Arme und Hände so zu koordinieren, dass ein sicheres Weitergehen zustande kommt. Steffi und Josi sind einmal mehr heilfroh, Michael dabei zu haben. Seine ruhige Ausstrahlung wirkt Wunder. Schritt für Schritt geleitet er die beiden die Passage hinunter. Mal rein. Nicht auszudenken, wenn hier ungeübte Bergsteiger ohne professionelle Begleitung in Panik geraten und etwa einen schnellen Abstieg versuchen. Ein Blick ins Tal und auf zwei Gipfel. Rechts der große Daumen und etwas dahinter der Breitenberg. Aber die Nordseite hält uns bis in den hohen Sommer immer Herzen bereit. In dem Fall zwar eisige Herzen, aber das macht nichts. Mittlerweile macht der Klettersteig seinem Namen alle Ehre. Höchste Konzentration ist notwendig. Und weitergehen in aller Ruhe, Meter für Meter. Und dann die Warnung. Achtung, Stein! Ein faustgroßer Stein, losgetreten aus Versehen, knapp an der Kamera vorbei. Bei einem Treffer wäre eine Verletzung sehr wahrscheinlich. Kurz auf die Leiter steigen. Und die Leiter ist jetzt recht steil, da lässt dich gesichert. Die Leiter ist sehr steil. Da kannst du dich ruhig sichern. Okay. Auch wenn mancher es nicht für nötig hält. Der Karabinereinsatz auch an der Leiter sorgt einfach für mehr Sicherheit. Und die ist auf einer solchen Tour freilich erstes Gebot. Nur einen Schritt runter, dann kannst du hier gleich einhängen. Dahin. Jawohl. So, hier sind wir jetzt nordseitig. Man merkt es auch gleich an der Temperatur. Ja. Und im Frühling, also der Frühsommer, liegt hier noch sehr lange Schnee. Man merkt, dass es kalt ist. Folge: Es ist hier deutlich kälter als auf den anderen Wegpassagen. Auch darauf müssen sich die Bergsteiger einstellen. Jetzt jedenfalls ist erst einmal wegetechnische Entspannung angesagt. Josi, Steffi und Michael folgen einem vergleichsweise bequemen Pfad. Das darf über eines nicht hinwegtäuschen. Der Hindelanger Klettersteig ist eine Tour mit teils schwierigen und gefährlichen Abschnitten. Massiv, als wäre es beim Emporbrechen von einer gewaltigen Kraft gestoppt worden. Ein Massiv, das allen Bergsteigern großen Respekt einflößt. Ein schmaler Weg auf dem Grat, der den Gleichgewichtssinn vor neue Herausforderungen stellt. Eine alpine Hochgebirgslandschaft, die jeden Bergsteiger faszinieren muss. Und für einmalige Erinnerungen sorgt.
Das ganze Panorama genießen, die alpine Atmosphäre, alle Eindrücke in sich aufnehmen. Auch für so manchen kurzen Austausch mit anderen Bergwanderern. So, ihr habt es auch geschafft? Ja. War das erste Mal oder machst du sowas öfter? Ja, ich bin schon einige Steige geklettert. Ja, super. Und wie hat dir der gefallen? Ja, sehr gut. Es war nicht so viel Seil, aber... Nicht so viel Seil, wenig klettern, gell? Viel mehr wandern. Welcher ist denn dann für dich spannend gewesen bisher? Weißt du noch einen? Nächste Woche den Mindelheimer Steig machen. Ich denke, der wird sehr cool. Ja. Ja, super. Dann viel Spaß. Und jetzt geht's zurück zur Bahn. Ja. Und noch einen guten Burger auf dem Edmund Probst Haus. Ja, genau. Die schmecken besser wie bei Mäcki. Ja, ja, wir gehen zum Edmund Probst auf jeden Fall. Dann sehen wir uns später nochmal. Also dann, einen guten Abstieg. Danke. Ciao. Die halbe Strecke des Klettersteigs ist geschafft. Hier gibt es eine weitere Abstiegsmöglichkeit hinunter zum Koblatt. So, wir machen jetzt noch ein Stück weiter. Die Josi muss jetzt leider zurück. Ja, war schön. Der Weg kennst du ja. Sonne kommt nochmal. Ja. Und dann bis demnächst. Genau, viel Spaß. Ne? Danke. Danke, Pfirti. 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 War sehr schön. Ja, fand ich auch. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Komm gut heim. Pfirti. So, wir packen es auf. Nach der kurzen Verschnaufpause sind Michael und Steffi sofort wieder gefordert. Ja, es scheint noch mal wunderschön die Sonne. Eine weitere Leiter will erklommen werden. Mit Karabinersicherung geht es über 48 Sprossen 15 Meter hinauf. Das ist jetzt die längste Leiter von dem Hindelanger Klettersteig. Für Steffi und Michael ist die Leichtmetallleiter höchst real. Ein Stück Wirklichkeit zum Anfassen. Geradezu surreal wirken die beiden Bergsteiger, wenn sie zu einem kaum noch wahrnehmbaren Nichts mit den Klüften der Bergwand verschmelzen. Steffi und Michael haben die Leiter hinter sich gelassen. Nun steuern sie den zweiten Gipfel auf der Tour an, den östlichen Wengenkopf. Das gehört auch zur Charakteristik des Hindelanger Klettersteigs. Immer wieder gibt es fast ebene Wegabschnitte, auf denen die Wanderer gut vorankommen. Aber dann geht es wieder ins Auf und Ab, an das man sich durchaus erst einmal gewöhnen muss. Jetzt fühlst du dich auch schon wieder sicherer, gell? Prima. Wer den Steig komplett gehen will, muss unbedingt mit seinen Kräften gut haushalten. Der Felsgrat zwischen den beiden Wengenköpfen ist das Kernstück des Hindelanger Klettersteiges. Die schwierigsten, aber auch die reizvollsten Passagen sind hier zu finden. Der Hindelanger Klettersteig verläuft durchweg auf einem Höhenniveau um die 2100 Meter. Aber es sind etliche kleinere Auf- und Abstiege zu bewältigen, was merklich die Kondition strapaziert.
Auch die Gesamtlänge von rund 8 Kilometern macht den Steig zu einem der anspruchsvollsten in den Alpen. Die Route erstreckt sich vom Gipfel des Nebelhorns über die eigentliche Steigpassage auf dem Grat Richtung Großer Daumen und schließlich dann über den etwas unterhalb des Grates verlaufenden Rückweg zum Edmund-Probst-Haus, gelegen an der Bergstation der Nebelhornbahn. Steffi und Michael freuen sich mittlerweile auf ihr zweites Gipfelerlebnis dieser Tour. Wieder mit einem eindrucksvollen Panoramablick. So, unser zweiter Gipfel, der östliche Wengenkopf. Und von hier hast du auch einen super Überblick, falls der restliche Weg bis zum Daumen oder kurz davor. Ja. Und zurück, ja, da ist jetzt ein bisschen verdeckt. Aber du kannst dir schon vorstellen, da vorne ist Rubihorn, wie weit das ist. Ja, haben wir schon was du schon geschafft hast. Die Gipfelstation der Nebelhornbahn ist markanter Orientierungspunkt. Von da aus verläuft der Steig im vertikalen Zickzack über den Grat und den westlichen Wengenkopf, zu erkennen am Gipfelkreuz. Danach schließt sich das Teilstück bis zum östlichen Wengenkopf an. Nach jeder Gipfelbesteigung folgt der Abstieg. Wieder eine gesicherte Passage. Man kann schon eine erstmal nach oben in der Öse hängen lassen. Ja. Wenn du da wegrutscht, wärst sonst bis hier unten. Okay. Dann steigst du erstmal um die Ecke. So, und jetzt hängst du um den oberen. Noch ein Stück runter. Du gehst da, ich gehe da. Du kannst auch hier kommen, das ist, glaube ich, angenehmer zum Gehen. Manchmal führen die Seile auch in die Irre. Da runter. Hier festhalten. Und dann bist du auch schon da. Bergführer Michael ist klar im Vorteil. Etliche Male schon hat er den Steig begangen. Er hat mit der Koordination der Gliedmaßen keine Probleme. So, hier kommt jetzt noch mal ein bisschen eine schwierigere Passage. Da hängst du auch gleich wieder ein. Einfach auf die Metalltritte, die da reingemacht sind. Und nach unten. Nach rund 4 Stunden Klettern kommt Steffi langsam aber sicher an ihre konditionelle Grenze. Es sollte nicht unterschätzt werden, dass bei nicht trainierten Klettersteiggehern irgendwann die Muskeln nicht mehr mitspielen. Eine ehrliche Selbsteinschätzung der eigenen Leistung schützt vor Problemen, möglicherweise mitten auf dem Grat. Unten wieder auf diese Nadel. Zweite ins Seil. So. Bis dahin. Kaum ein Bergsteiger wird wohl darüber nachdenken, dass er sich eigentlich auf einem Meeresboden bewegt. Denn die Alpen entstanden vor etwa 100 bis 25 Millionen Jahren durch das Aufeinanderprallen der afrikanischen und europäischen Kontinente. Dadurch falteten sich die Gesteine auf und schoben sich schichtweise übereinander. Die Alpen sind also das Produkt des Zerbrechens zweier Kontinente.
Und dieser geologische Prozess dauert noch an. Pro Jahr bewegt sich die afrikanische Kontinentalplatte um etwa 5 cm nach Norden. Dadurch wachsen die Alpen jährlich um ein paar Millimeter in die Höhe. Die heutige Form allerdings ist Ergebnis der ständigen Erosion, des Abtragens von Gestein und Fels durch Wind, Regen, Eis und Schnee. Jüngst trägt auch die Klimaerwärmung vor allem durch den massiven Rückgang der Gletscher zur Veränderung des Alpenraums bei. Ohne die Erosion wären die Alpen heute ein paar tausend Meter höher. Steffi und Michael sind unterhalb des östlichen Wengenkopfs angelangt. Im Rückblick wird die starke Zerklüftung des Gesteins deutlich, die die Erosion in Jahrtausenden bewirkt hat. Allerdings sind so auch die vielen kleinen Nischen, Vorsprünge und Zacken entstanden, die als Tritte genutzt, das Klettern erst möglich machen. Kaum ein Kletterer kann sich dieser Faszination der alpinen Hochgebirgsszenerie entziehen. Atemberaubende Perspektiven bieten sich etliche am Hindelanger Klettersteig. Doch die Bergsteiger müssen sich immer wieder auf die anspruchsvolleren Passagen des Steigs einlassen, zu ihrer eigenen Sicherheit. So, wieder ein bisschen was zum Kraxeln. Lass mich jetzt mal unten sein. Das entscheidest, wenn du da drin bist. So, da oben hängst du dann wieder ein und dann über. Hast einen sehr schönen Blick in diese Nordwände. Nicht zum ersten Mal wünscht sich Steffi die bergsteigerische Routine von Michael. Während sich der Bergführer auf die nächste Aussicht freut, kämpft sie mit der Seilsicherung und den nur gerade mal fußbreiten Felsbändern. Nur nicht nach unten schauen. Konzentration ist jetzt alles. Spätestens jetzt sind alle Mühen vergessen. Unvergleichbar ist dieses Gefühl, am schmalen Grat himmelwärts zu streben, den Fels zu fühlen, die klare Luft zu atmen und überhaupt der Natur so nah zu sein. Auch das gehört zum Bergsteigen, ist vielleicht sogar unbewusst Motivation für viele. Eben noch das Gefühl, zu den Bezwingern der Gipfel zu gehören, folgt nun die Erkenntnis, wie klein und unbedeutend Menschen in der Natur sind. Bergsteigen, so paradox es vielleicht klingen mag, hilft sehr, für sich selbst wieder herunterzukommen, sich wieder zu erden. Zur eigenen Balance zurückzufinden. Michael und Steffi legen eine kurze Pause ein. Denn die Prophezeiung des Bergführers trifft in der Tat zu.
Diese Stelle am Hindelanger Klettersteig bietet grandiose Aussichten. Anschließend schont der Steig die beiden Kletterer. Eine gute Gelegenheit, neue Kräfte zu sammeln. So, hier kannst du ein bisschen erholen. Gut, dass es immer wieder so Passagen drin hat. Zum einen kommt man gut vorwärts. Und es ist auch für den Kopf etwas Entspannung. Es ist Zeit, die Blümchen anzugucken. So, nochmal eine Leiterle. Mit einem schönen Blick. Und hier oben ist dann schon wieder ganz gemütlich. Mit Hilfe der Eisenleitern lässt sich das Rauf und Runter am Hindelanger Klettersteig für die Tourengeher bewältigen. Ansonsten ginge es nur mit voller Kletterausrüstung. Die Sicherung durch Leitern, Drahtseile und Eisenklammern hat diesem Typ von Steig übrigens den Namen Via Ferrata, eiserner Weg, eingebracht. So nützlich diese Hilfen für das dauernde Auf und Ab auch sind, so gefährlich können sie bei Gewitter werden. Dann sind sie nämlich Blitzableiter, für den Bergsteiger lebensgefährlich. Steffi und Michael lassen die letzte Leiter des Hindelanger Klettersteigs hinter sich. Nur noch eine kurze Kletterpassage steht ihnen bevor. Dann haben sie den Steig geschafft. Mittlerweile ist es Nachmittag geworden. Bei der Tourplanung muss die Wegzeit zurück zum Edmund-Probst-Haus mit 1,5 bis 2 Stunden unbedingt einkalkuliert werden. Was auch mit der jeweiligen Kondition der Bergsteiger zu tun hat. Erdgeschichtlich gesehen sind die Alpen noch recht jung, zu erkennen an den schroffen Felswänden und den scharfen Graten. Die verschiedenen Gesteinsschichten bieten Wind, Regen, Sonne und Frost unterschiedlichen Widerstand. Entsprechend unterschiedlich verändert sich das Gestein. In den Kaltzeiten modellierten überwiegend gigantische Gletscher die Massive. Derzeit beobachten Geologen das Gegenteil. Die Gletscher ziehen sich teils massiv zurück. Die Klimaerwärmung verändert das Bild der Alpen schneller als vor ein paar Jahrzehnten noch vorhergesagt. Ein letztes Mal heißt es für Steffi und Michael einhängen ins Seil. Schritt für Schritt die kleine Kletterei in Angriff nehmen. Dann werden sie den Hindelanger Klettersteig bezwungen haben. An den Wochenenden ist der Klettersteig sehr gefragt. Wer also an den Leitern nicht Schlange stehen möchte, sollte wie Steffi und Michael die Tour unter der Woche planen. Dann ist das Bergerlebnis einfach schöner. Und rechts unten unser Fußbad. Ja, da freue ich mich schon. Das kalte Wasser. Die Tour noch mal kurz zusammengefasst. Mit der Nebelhornbahn bis zur Gipfelstation. Dann immer dem Grat folgend Richtung Breitenberg. Klettersteigausrüstung ist erforderlich. Vor allem der Steinschlagschutzhelm. So, das Ende vom Hindelanger.
Jetzt haben wir den ersten Teil geschafft. Jetzt tun wir dann eine kleine Pause machen. Klettersteigset weg. Ja. Die Sachen in den Rucksack. Und unten am See erstmal eine kleine Erfrischung. Schön. Bevor wir dann ungefähr eineinhalb Stunden zurücklaufen. Ja. Das sollte man halt immer mit einkalkulieren. Ja. Gut, dann gehen wir voll. Ja. Ransen-Enzian. Das Schneefeld, das kann im Frühling oder Frühsommer eine kleine Schlüsselstelle sein, weil das ist sehr steil. Ja. Und wenn du dann keinen Pickel dabei hast, dann kann das eine ziemliche Hürde sein, da runterzukommen. Okay. Nach dem Klettersteig. Da links geht es jetzt nur zum Daumen hoch, das schenken wir uns. Ja. Das wäre jetzt noch so eine gute halbe Stunde, das gleiche aber wieder zurück. Mhm. Und wir wandern jetzt Richtung Edmund-Probst-Haus. Die geben hier an, 2,25 Stunden. Ich denke mal, ja, also gute 2 Stunden schaffen wir das schon. Ja. Aber wir nehmen vorher noch ein Bad. Ja. Eine erfrischende Tourzugabe. Allerdings nur im Sommer zu empfehlen. Schuhe aus, Hose ein bisschen hoch. Dann probieren wir mal, ob das Wasser wirklich so kalt ist, wie es aussieht. Ja. Jedenfalls führt das langsam tauende Schneefeld dazu, dass die Wassertemperatur im Laufbichelsee keinesfalls Badewannenniveau erreicht. Und immerhin liegt der See ja noch gute 2000 Meter hoch. Geht, ja. Das Fischinger Freibad ist nicht viel wärmer. Na ja, ist doch frisch. Ja, erfrischend halt. Oh, ist das schön. Aber das können wir jetzt brauchen, zumindest unsere Füße. Das tut gut, ja. Auf jeden Fall lohnt eine Rast am See. Es ist eine schöne Abwechslung im Vergleich zu den Szenerien am Klettersteig. Steffi nutzt die Chance für ein erfrischendes Fußbad, während Michael tatsächlich in die kühlen Fluten eintaucht. Mit Blick auf den Gipfel des Hochvogel, 2592 Meter hoch, geht es halbwegs trocken nun in Richtung Edmund-Probst-Haus, dem Ende der Tour. Steffi und Michael sind sich einig. Der Hindelanger Klettersteig überzeugt durch seine abwechslungsreichen Passagen, wie der Blick zurück auf den Zickzackgrat ein letztes Mal zeigt. Dann erreichen sie das Edmund-Probst-Haus, 1932 Meter hoch gelegen. Benannt ist das Haus nach dem früheren Vorstand der Alpenvereinssektion Allgäu-Immenstadt. Für die Wanderer liegt das Haus ideal direkt neben der Bergstation der Nebelhornbahn. Aber jetzt heißt es erst einmal anstoßen auf die gelungene Tour auf den Hindelanger Klettersteig.